So, hallo Freunde. Also die Kiste mit den Prototypen ist natürlich schon auf dem Weg zu Markus Reichardt. Dann nochmal kurz zur Klarstellung, das Modell mit dem schwarzen Griff und den roten Linern drunter in der Kydex, das war natürlich sein Originalstück, das nach Italien als Vorlage ging. Die mit dem schwarzen und Micarta und hier diesem Leinsack-Micarta, das waren natürlich dann die Modelle von Foxknives. Darum hat er auch das eine kein Logo von Foxknives drauf. So. Drei Prototypen sind auf dem Weg zum Markus. Die zwei haben wir hier gelassen. Die werden wir hier natürlich testen. Und die können wir jetzt dann nochmal hier genauer in Ruhe anschauen. Und nochmal auf die Unterschiede hinweisen. Hier haben wir nochmal das Griffmaterial. Sehr cool. Einmal natürlich klasse. Green Canvas Micarta Natur belassen. Super griffig. Und einmal hier so ein dunkelbraun, bisschen schwarz Anthrazit drin. Und so ein Hauch von Violett. So ein Leinsack Micarta ist ja auch so eine Spezialität von Markus. Und wenn man die Dinger in die Hand nimmt, einfach nur traumhaft. Richtig geiler Griff. So, und was jetzt bei denen Unterschied noch war, so zwei kleine Unterschiede zum Original ist. Die Swatch, die beim Original ja spitz und fein dünn zusammenlief, ist natürlich vielleicht ein Problem beim Batone. Je feiner, je dünner die Swatch ist, desto schneller hackst du dir natürlich auch deinen Baton durch. Hier haben sie noch so 50% der Stärke des Klingenrückens stehen gelassen. Dadurch hält hier der Baton etwas länger durch. Man verliert aber trotzdem nicht schön dieses rassige, rasante Design, das eben eine Klinge mitbringt mit einer Swatch. Das, muss ich sagen, ist cool gemacht und gefällt mir hier an den Fox-Prototypen sogar noch besser als am Original. Und dann eigentlich nur noch so ein kleiner optischer Unterschied. Das Original läuft hier am Griff hier etwas spitzer zusammen. Das haben die hier so ein bisschen abgeflachter gemacht. Aber sonst unterscheidet sich es nur minimal vom Original. Das Chimping ist noch ein bisschen griffiger als beim Original. Aber sonst sind sie wirklich 1:1 Kopien von Markus Reichardt, seinem Modell, das er hier Fox gegeben hat für die Serienproduktion. Ja, vielleicht sind die Dinger ja fertig zur IWA. Dann werden sie da präsentiert. Wird dann noch eine Spezialfarbe geben für TFG und zwei Farben dann wahrscheinlich von Vox. Aber wird man dann sehen, was dann wirklich alles auf den Markt kommt. Die zwei Modelle werden wir mal hier lassen zur Erprobung. Da wird uns Christoph noch schöne Kydex dafür bauen, damit wir hier welche haben. Bei den fertigen Foxknives werden natürlich dann auch dort eben die Scheiden mitgeliefert. Hier war jetzt nur mal vorab die Prototypen fertigzustellen, damit wir hier was zum Testen haben. Und Markus muss natürlich sein Okay geben, dass er hier mit der abgelieferten Qualität zufrieden ist. Aber ich muss sagen, für Prototypen, da steckt natürlich dann auch noch ein bisschen mehr Handarbeit drin, wie später, wenn es in die Serienproduktion geht, dann wird alles auf Maschine ausgelagert, dass es dann möglichst präzise und dem Original nahe kommt. Aber das ist schon mal nicht schlecht. Handlage, aber das ist natürlich dem vorgegebenen Design geschuldet. Klasse, ne? Reichardt-Messer liegen einfach bombig in der Hand. Ja, schön mit dem Canvas Micarta, mit den Löchern, wirklich cool. Kannst du die schönen Lanyards durchziehen und sowas als Handschutz, Verlustschutz, wie auch immer. Nice. Ja, die Switch gefällt mir. Trotzdem noch da, aber hinten noch stärkerer Klingenrücken. Chimping war wirklich brauchbar. Das hält gut, ohne dass es jetzt die Haut aufreißen würde, aber sitzt bombig. Und natürlich hier dieser eingesetzte große Guard ist auch nochmal ein sehr guter Schutz. Davor geht es nochmal schön runter in die Fingermulde und der große Guard. Also super Schutz. Ja, das Markus Reichardt Logo Neolux Stahl kommt zum Einsatz und auf der anderen Seite dezent das Foxknives Logo. Ja, so muss es sein. Würde eben Stefan gefallen. Ne? Handlage bombig. Auch hier schon einwandfreie Übergänge. Und selbst jetzt für Prototypen nichts Großartiges, wo man bemängeln könnte. Hier unten, wo halt das Leinsack Micarta ganz fein ausläuft, ne, da ist so ein bisschen noch nicht so schön sauber.
Aber wie gesagt, Prototypen. Die Buchsen, die Hohlnieten schön sauber versenkt, schließen schön ab mit den Griffschalen. Das ist wirklich gut gemacht. Die drei großen Grooves auf jeder Seite sind super Halt. Innen geht die Haut schön rein und hier draußen kannst du schön die Finger aufsetzen. Chimping greift gut. Ja, ich glaube, da hat man nachher nur noch die Qual der Wahl, für welches Griffmaterial entscheidet man sich. Bei mir ist natürlich Green Canvas Mikada, ist natürlich immer richtig nice. Am Anfang meistens hell und wird dann halt durch Schweiß, Schmutz, Dreck, Schlamm, je nachdem was man im Nacht dunkelt, ein bisschen nach oder man kann gleich ein bisschen mit Ballistol drüber, dann wird es sowieso gleich dunkler. Aber natürlich ein cooles Material, auch für draußen, nimmt so immer ein bisschen Feuchtigkeit auf. Ist von sich aus schon gut rutschfest, aber mit diesen fetten Grooves hier drin erst recht sichere, gute Handlage. Klasse Messer. Sind jetzt nicht extremst fein ausgeführt. Ich denke mal, die müssen halt auch draußen für die harte Arbeit fett herhalten. Da kann sie nicht auf 0,3 mm runtergehen. Das werden das vielleicht sein. Ich habe jetzt keine Schieblehre da. 0,5. Hier vorne merkt man, wird es ein bisschen stärker. Gut, kann sich vielleicht auch nochmal unterscheiden zum fertigen Modell. Vielleicht 0,6. Hier fühlt es sich etwas dünner und nach vorne wird es ein bisschen stärker. Aber da sollte man dann erstmal die fertigen Modelle abwarten und die dann genau ausmessen. Aber hier heute natürlich schon mal super Highlight. Markus Reichardt Modelle. Jetzt dann auch mal demnächst mal in etwas größerer Stückzahl verfügbar und vielleicht auch noch ein paar Euro günstiger als die Custom-Variante, wo ja halt natürlich jedes Stück einzeln von Markus hergestellt wird und da halt natürlich schon eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Cool, ich find's klasse. Mal hier ein neuer Designer am Start in mein Jago. Wieder mal Zeit. Nix gegen Foxness und Anso, zwei super Messermacher aus Dänemark, aber ist schon ganz schön Foxness Anso-lastig geworden, mein Jago, ne? Also da ist Norditalien ja dänischer als Dänemark. Ist nicht schlecht, wenn wir hier mal ein bisschen einen guten deutschen Messermacher hier auch vertreten haben mit so einem richtig tollen Fixblade. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und ja, bin selber mal gespannt. Also ich denke, das Modell könnte richtig gut ankommen. Tolles Produkt. Okay, sage ich hier schon mal danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Video. Euer Hebidi, macht's gut. Bye, bye.